Der nächste Redner ist von der ÖVP Hermann Schultes, erster Präsident der Landwirtschaftskammer. Sehr geehrter Bundesminister, sehr geehrter Präsident, geschätzte Damen und Herren im Hohen Haus. Abenteuerlich, was wir hier hören. Man könnte verzweifeln. Jetzt gibt es den ersten armen Marketingbericht und was wir daraus lernen ist, dass sinnerfassendes Lesen offensichtlich bei Kollegen noch nicht angekommen ist. Weil sonst hätte der Kollege Janach zum Beispiel manches, von dem er geredet hat, nicht gesagt. Oder mein Vorredner, mit dem wäre vielleicht aufgefallen, dass in seinem Buch Kochbuch Genussregionen die Ammer gar nicht vorkommt. Das hat mit der Ammer so viel zu tun. Bitte? Nein, gehört nicht, nein, hat nichts damit zu tun. War eine Themenverfehlung, aber macht nichts, kommt öfters vor bei euch. So ist das Leben. Meine geschätzten Damen und Herren, die Ammer hilft uns, dass wir in Österreich unsere Qualitätsstrategie verfolgen können. Und die Qualitätsstrategie der Landwirtschaft baut darauf auf, dass wir auf der einen Seite Wertschöpfung dadurch generieren, dass die Bauern immer besser werden, Bauern und Bäuerinnen viel lernen, die Vermarktungseinrichtungen immer besser werden, wir das gut kontrollieren und auf der anderen Seite bei den Konsumenten neben dem Wissen um die Produkte, das leider heute wieder neu gelernt werden muss, auch Wertschätzung für die Produkte, für die Landschaft und für Österreich aufbauen. Das macht die AMA, das macht sie sehr gut, das macht sie mit dem Geld der Bauern. Darum etwas Respekt für die Bauern und Respekt auch für die gute Leistung und danke an die AMA. Meine geschätzten Damen und Herren, ich muss jetzt noch ein bisschen was sagen zum Thema Janach. Der Kollege ist da herausgegangen und hat sich wirklich in tiefster Weise über unseren ehemaligen Vizekanzler Sepp Bröll ausgelassen. Was er da gesagt hat, ist erstunken und erlogen. Keine der Zahlen, die er genannt hat, sind wahr. Keine dieser Zahlen, die er genannt hat. Herr Abgeordneter, okay. Wir wissen, dass wir diese Worte normalerweise nicht verwenden und dass ein Ordnungsruf nach sich zieht. Gut. Diesen Ordnungsruf erteile ich nun. Ich bitte außerdem, Kollegen im Haus nicht vorzuwerfen, dass sie des Lesens nicht mächtig sind. Auch das wird hier nicht gerne gehört, obwohl ich ein großer Freund der lebhaften Debatte bin. Bitte, Abgeordneter. Okay. Gut, also jedenfalls, wenn wer diesen Bericht gelesen hätte, dann war er draufgekommen, dass da viel drinnen steht, dass da eine Strategie drinnen steht, die wirklich erstaunlich ist und ein Zeichen dafür, dass mit wenig Geld sehr viel erreicht worden ist. Kompliment an die Leute, die in der AMA arbeiten, Kompliment an die Leute, die in der AMA für dieses Geld arbeiten. Das sind Fachleute, das sind einer Geldträume wert. Aber jetzt nochmal zum Sepp Bröll zurück. Ja? Er führt die Leibniz-Lundenburger und tatsächlich, dieses Unternehmen hat im letzten Jahr rote Zahlen gebaut. Bei weitem nicht einmal die Hälfte von dem, was der Herr Janach erzählt hat. Seine Zahlen sind also entweder Fantasie oder erfunden oder bewusst erfunden. Und dann sagt man halt anders dazu. Der nächste Punkt ist der, die Zahlen, die dort an roten Zahlen drinnen stehen, sind entstanden in einer Zeit, wo er selber noch gar nicht für das Unternehmen verantwortlich war, im Unternehmen nicht war. Im Gegenteil, ihm ist es gelungen, in diesem Unternehmen den wirtschaftlichen Erfolg auf schwarze Zahlen umzudrehen. Aber auch da müsste man ein bisschen mehr lesen und nachdenken. Und was sie über sein Gehalt gezahlt haben, das war pure, maßlose, schamlose... Was darf ich denn noch sagen, wenn es nicht wäre? Es war einfach so weit weg von jeder Wirklichkeit, dass er ein paar Jahre arbeiten muss, dass er das wirklich verdienen könnte. Ich wünsche ihm, dass er noch so lange bei der Leibniz-Lundenburger ist, dass er das wirklich verdient. Ihre Quellen sind erbärmlich, Herr Janach, schämen Sie sich. Und es tut mir wirklich weh, dass so ein gutes Unternehmen wie die AMA und die AMA Gütezeiten von so Leuten so beleidigt werden, weil die Bauern leisten was, die Kunden kriegen beste Qualität und wir können dafür dankbar sein, dass es das in Österreich gibt. Unsere Qualitätsstrategie ist unübertroffen und die besten Lebensmittel der Welt verdienen die beste Werbung der Welt. Die AMA bringt das. Dankeschön. Hermann Schultes, der Präsident der Landwirtschaftskammer von der ÖVP, lobt und verteidigt die AMA. Abgeordneter Harald Janach gemeldet, ich mache auf die Bestimmungen der Geschäftsordnung dazu aufmerksam.